Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 7. Und heute in diesem Video möchte ich mich endlich mal um Füchse kümmern. Und zwar um Schneefüchse sowie rote Füchse. Und dieses Video endet erst, wenn ich beide Varianten davon in meiner Base habe. Das ist meine Ansage. Deswegen, let's go. Außerdem, weil es gerade auf Weihnachten zugeht, vielleicht, wenn ihr noch keine Ideen für Geschenke habt oder wenn ihr euch wisst, wie ihr euch beschenken lassen sollt, vielleicht ist ja eins von meinen Büchern was für euch. Ich habe die wieder in der Beschreibung verlinkt. 3 Stück sind mittlerweile draußen. Vielleicht das über das neueste Dorf-Update oder 200 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Und seit vorgestern haben wir auch nochmal ein bisher Retro-Motiv wieder reingebracht in den Shop, was nicht mehr zur aktuellen Kollektion gehört. Vielleicht ist das ja was für euch. Nur so als kleiner Geheimtipp, wenn ihr noch nicht wisst, wie es so mit Weihnachten aussieht. Gut, aber vielen Dank. Jetzt geht's los mit dem heutigen Video. Let's go. Da sind wir gerade bei Basti. Ich habe hier einen Fuchs mitgeschleppt. Den hatten wir bei Reefed gepaart. Und jetzt wird's gleich interesting, denn hier ist der Schneefuchs drin und wir dürfen den paaren. Ich hatte Basti AG gefragt. Die Frage ist nur, wie machen wir das jetzt? Ich würde hier ein etwas größeres Gehege draus bauen. Ja, der Fuchs, der sollte idealerweise nicht abhauen. Und dann, ich werde den Schnee auch wieder hinsetzen, den ich jetzt gleich hier verdränge. Ne? So ist er nicht. So, der verdrängte Schnee wird wieder platziert. Ich würde hier ein kleines bisschen das Gehege etwas größer machen, wenn das geht. Keine Sorge, wir machen alles wieder hin. Und dann paaren wir mal einen Fuchs, beziehungsweise der rote Fuchs, der wird mit dem weißen gepaart. Und zu 50-50 ist die Chance, kommt dann da etwas, eine Mischung raus, also entweder weiß oder rot, ne? So, dann würde ich sagen, mache ich auch hier mal hoch. Also ich mache die wirklich dicht, dass hier nichts rauskommt. So, ich hoffe mal, das haut dann hin. Und so, und da können wir hochbauen. Hier bauen wir mal hoch. Mach einfach ein großes Gehege. Und den weißen müssen wir dann wieder da reinschieben, auch selbstverständlich. So, und wenn ich jetzt hier aufmache, dann müsste der ja rauskommen können, ohne rauszuhüpfen, ja? Gut. Dann mache ich mal seitlich eben hier auf. Das ist Markus. Hallo Markus. Und ein roter Fuchs nur. Schade. Magst du mir die Leine wiedergeben? Roter Fuchs. Ja, das Baby hat es erwischt. Okay, ja, jetzt muss ich halt ein kleines bisschen hier warten. Danke für die Leine. Jetzt muss man 5 Minuten hier warten, bis er wieder paarungsbereit ist. So, nächster Versuch. Ich habe eben gerade schon jetzt 3-mal gepaart insgesamt und immer nur rote Babyfüchse. Was denn auch sonst? Ich hätte nichts anderes erwartet. Nächster Versuch. Ich glaube, es ist wieder soweit. Schneefuchs plus roter Fuchs. Baby Schneefuchs. Natürlich nicht. Ein roter Fuchs. Es ist wieder ein roter! 4 rote Füchse am Stück. Gut, darauf erstmal AFK gehen. Ich habe mich hier phantomgeschützt hingeparkt, also ein Block oben über den Kopf. Sollten keine Phantome spawnen und so weiter und so fort. Und ja, es ist weiterhin rot. Ich will doch nur einen Schneefuchs haben. Und die Chance ist 50-50. Wie gesagt, am Wiki wurde nachgeschaut, aber ja, der Markus hatte anscheinend rezessive Gene. Ja, wir warten mal ab. Nächster Versuch kommt in 5 Minuten oder so. Ja, nächster Versuch. Diesmal fangen wir wieder mit dem roten zuerst an. Komm her, Schneefuchs. Trommelwirbel. Toll, die sehen sich gerade nicht. Ja, ein Baby-Schneefuchs. Oh mein Gott. Sehr gut. Dann haben wir schon mal den ersten Baby-Schneefuchs fertig. Uiuiuiui. Tja, wie machen wir das prinzipiell? Also das Problem ist, ich kann den mit einer Leine nicht über den Ozean schleppen. Das ist ein Problem, weil die ertrinken dabei. Wie kriegen wir den denn jetzt in die Base, ist die Frage. Also alternativ wäre halt auch jetzt erstmal warten, ne? Warten.
Volles Programm. Und jetzt halt nochmal den... Ja gut, der braucht jetzt 20 Minuten, bis er erwachsen ist, ne? Tja, das ist die andere Sache. Durch den Nether. Das Problem ist allerdings, was die Space... Das Nether-Portal ist unten im Keller. Und kriegen wir den da runter? Vielleicht ja, vielleicht ja. Ich würde aber gerne mal Folgendes jetzt machen. Ich würde den Babyfuchs ein bisschen boosten, damit er schneller wächst. Und wenn er dann groß gewachsen ist, würde ich nochmal hier paaren. Und dann lasse ich halt noch einen roten bei ihm Gehege. Und nehme noch einen zweiten Schneefuchs mit, dann kann ich mir auch Schneefüchse paaren. Oder wie machen wir das denn generell? Einen roten und einen... Pass auf, ich kann die ja hier füttern. Jetzt die kleinen Füchse mit Beeren. Und dann gehen die schneller. Ich habe leider nicht so viele Beeren dabei. Aber ich versuche mal, den Schneefuchs hier ein bisschen zu boosten. So, der ist jetzt ein bisschen geboostet. Das heißt, der wird jetzt schneller erwachsen, solange würde ich ihn noch warten. Und dann paare ich den nochmal mit dem und dann kriege ich garantiert ein weißes Baby raus. Das nehmen wir auch noch mit. Ha! So, ich habe drei Leinen dabei. Ich würde Markus wieder zurück dann schieben. Plus ihm auch noch einen Spielgefährten, einen roten Fuchs geben, sodass ich Basti jederzeit auch neue Füchse paaren kann. Einerseits weiße und rote. Da kann er sie vermehren, wie er will. Und ich nehme auch weiß und, zweimal weiß und einmal rot wieder mit oder so. Okay, soviel zum Plan. Dann würde ich sagen, einmal warten, bis der weiße Fuchs erwachsen wird. Counter sollten wir jetzt ein bisschen reduziert haben. Und dann können wir paaren. Vielleicht kann ich zwischenzeitlich nochmal hier den roten und den weißen paaren, bevor der erwachsen wird, aber das sehen wir dann. Jo, das ging gerade richtig fix, ne? Ich habe dem jetzt einen halben Stack Beeren in den Hals reingedrückt und irgendwie der Schneefuchs ist schon erwachsen. Das ging richtig, richtig schnell. Hallo Füchse. Ja, genau, legt euch. Die ignorieren mich komplett, wenn sie schlafen, ne? Sollte es aber auch nicht sein. So, wo haben wir sie denn? Dann du und du. Ah, Markus kann ich noch nicht. Nein, ich kann Markus noch nicht paaren. Ich dachte, es würde schon gehen. Jetzt geht's. Okay. Zack, so. Ein Baby-Schneefuchs. Dann brauche ich mal eben Markus. Den tüten wir mal wieder ein. Dann hier hinten sind halt auch nochmal normale Füchse. Ich würde gerne Basti, Markus und einen roten da lassen, sodass ich auch beide Fuchsarten wieder züchten kann. Und wir machen das so, wenn jetzt der Markus-Fuchs hier reinläuft, dann machen wir einfach mal das Tor zu. Ja, und auch wenn das Baby dann da ist, ist erstmal. So, dann. Pass auf, Markus. Lauf mal, Markus. Perfekt. Okay, die lasse ich Basti jetzt da. Er hat sogar zwei oder drei rote Füchse dann da drin. Schön. Das ist fein. Dann würde ich mal kurz den Babyfuchs jetzt gleich mit einer Leine holen und die anderen lasse ich frei. Ich würde gerne einen roten mitnehmen. Hallo Fuchs. So, den haben wir mitgenommen. Dann den roten Babyfuchs hätte ich gerne. Komm schon. Zieh weg. Und den roten Babyfuchs, kriegen wir den? Ich glaube, ja. So, die dürfen jetzt nur nicht schlafen. Gut. Und dann würde ich sagen, haben wir die dabei und die ziehen wir jetzt durch den Nether zurück. Dann, ich werde nochmal zurückkommen und Basti hier gleich zubauen und alles. So, die roten Füchse, die können jetzt rauslaufen. Ne, von Basti, die sind drin und meinen habe ich an der Leine. Und mal hoffen, dass sie nicht reißt. Oder ist das? Dann ziehen wir die erstmal heraus. Kommt her, ihr Füchse. Der Babyfuchs schläft die ganze Zeit. Was soll das denn? Das geht aber mal gar nicht. Babyfuchs, nein, ihr sollt nicht pennen. Ihr sollt mitkommen. Der hat auch keinen Lebenswille mehr, hier dieser eine Fuchs. Ja, passt schon. Komm, ich ziehe euch mal hier runter. Ja, kommt mal mit, alle drei. Alle drei. Also da hinten ist auch schon wieder. Ich guck mal, ob wir es hier zurückschaffen. Zu dritt. Durchs Nether-Portal.
Komm mit hier hoch, Fuchs. Nee, die pennen alle. Wenn jetzt noch Mobs hier sind, dann viel Spaß. Ach Leute, die Leinen reißen, wenn ihr hier die ganze Zeit schlafend liegt, ne? Kann ich hier mal rumtrampeln? Das gibt's doch nicht. Okay, Leute, es kann sich um ein paar Stunden handeln. Ich werde einfach mal loslegen und dann... Bloß weil Tag ist oder was? Die pennen unter den Bäumen. Das ist unfassbar, ne? Es ist einfach unfassbar, wie viel Ärger man mit Füchsen hat. Der liegt einfach da und ich schleife ihn mit der Leine mit. Ja. So, und jetzt muss ich die Leinen einsammeln. Und natürlich hat der Babyfuchs jetzt die Leine im Maul. Babyfuchs, nimm die Leine da raus. Besten Dank. Oh mein Gott. Oh mein Gott einfach. So, und jetzt kicke ich den da mal runter. Jetzt wird es nochmal spannend. Also, nächstes Mal Babyfuchs. Flupp. Achtung, Füchse fallen. Ah, müssen jetzt sneaken. So, dann kicken wir den noch runter. Ja, genau, und der Babyfuchs ist jetzt hier drin, deswegen habe ich hier zugebaut. Nein. Nein, genau deswegen habe ich da doch zugebaut. Uff. So, dann kriegen wir den hier raus zufällig. Wahrscheinlich nur mit einer Leine, ne? Oh nein, ich hab so. So. Nein, nein, der Fuchs ist wieder hoch. Nein. Der weiße Fuchs ist hoch. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Was für eine Qual. Der kommt einfach von der anderen Seite wieder hoch. So, jetzt Babyfuchs, bitte. Tschüss. So, der andere Fuchs. Ich weiß, es ist ja schön und fein, ne? Aber... So, kriegen wir dich hier raus. Kommst du bitte? Ach Mann, wir kriegen ihn so nicht raus. So. Es tut mir leid an Basti, ich werde mal ganz kurz umstrukturieren, aber es dann wieder richtig machen. Okay, ich komme jetzt gleich nochmal zurück. Und dann machen wir das. So. Die Füchse liegen schon mal hier, das ist doch schon was. Wie klappt das denn mit Leinen und durchs Portal? Da müssen wir gleich auch nochmal gucken. So, ihr Füchse. Einmal hergenommen und mitgekommen. So. Babyfuchs folgt sogar mit, ganz brav. Kriegen wir die, hier kommen teilweise auch Monster aus, ne? Kriegen wir die eigentlich gut durchs Portal mit den Leinen? We will see. Also, die ist ja echt Hardcore-Struggle angesagt. So, Moment. Dann ziehen wir mal weiter. Ja, ja, ja. Passt. Passt, 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 passt. Ah, jetzt liegt er vor mir. No, er blockiert mich, ich komme nicht durch. Ich will aber auch nicht die Decke abbauen, nicht, dass da irgendwie Lava drüber ist oder so. Das macht mir ein bisschen Angst. Fuchs! Jetzt legt er sich vor meine Füße, damit ich einfach nicht hier durchkomme. Ich glaub's auch. So, und hier vorne ist jetzt das Nether-Portal. Dann kommt mal mit, ihr Fuchsis. Ach, du Heilige. So, kriege ich euch mit der Leine durch? Ploppt die dann ab oder wie sieht denn das aus? Ja. Geht durch und Babyfuchs auch. Bitte, bitte lasst die Leine mit durchgeschickt werden. Oder verschwindet die? Ich will mal hoffen, dass die nicht verschwindet oder so, sondern dass die mit durchgesendet wird. Jetzt gehen wir hier durch. Lass mich raten, die Leinen sind weg. Die Leinen sind weg.
Die Leinen sind einfach weg. Ich muss mir Leinen holen. Oh nee. So, mal gucken, ob die jetzt noch da sind. Bestimmt sind die wieder durchs Portal zurückgeschickt worden. Wetten? Wetten, wetten, wetten. So, Trommelwirbel. Also die Sache mit den Füchsen ist echt Struggle. So fragil, so schnell wegsprintend. Na, bin ich noch zuversichtlich. So, ich muss jetzt, ich schleife mich mal ran, nicht, dass die jetzt hier, pass mal auf, der eine Fuchs fehlt doch, der ist so bestimmt jetzt wieder durchs Portal zurück. Also ein Fuchs, haut halt ab. Haut halt, Leute, es macht keinen Spaß mehr. Haut halt ab. So, der andere Schneefuchs ist schätzungsweise wieder zurück, ne? So, der sitzt hier. Solange der sich jetzt hier aufhält, ist er okay. Ich glaube, Mama Schneefuchs ist gerade wieder zurückgegangen. Ja, bleibt da mal sitzen. Einmal zurück. So, der ist wieder durchs Portal zurückwetten. So, hier liegen doch... Wo ist der andere Schneefuchs? Hier liegen schon... Wir sind schon Bärenbüsche abgeerntet. Wo ist denn Mama Schneefuchs? Oder soll ich einfach... Leute, er ist verloren gegangen. Ich weiß nicht, wohin er ist. Die spawnen werden, die mit Sicherheit nicht, vielleicht ist er irgendwo rumgelatscht. Ich kann mir vorstellen, dass Mama Schneefuchs irgendwo hier halt rumrennt. Hier vorne sind gerade Bären geerntet worden. Ich gehe mal davon aus hier, dass der Fuchs sich die gerade... Da lag auch ein Stein, der ist despawned. Tümpelt der vielleicht irgendwo hier hinten rum? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Dann nehme ich eben den einen Baby-Schneefuchs und den normalen Fuchs, nehme die mit und dann kann ich ja wieder neu breeden. Fertig. So, dann kommt mal mit ihr beiden. Das ist doch schon mal was Feines. Zunächst mal... Ah, stimmt, die kann ich noch nicht fahren. So, kommt mal her. Nein, 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 bleib hier. Ich will aber sneaken, sonst rennen die mir jetzt weg, ne? So, komm her. Sag bloß, ist irgendwo in die Lava gelatscht. Nein, nicht in die Lava. Nicht. Nein. 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 Er ist verbrannt. Ohne Worte. Einfach nur ohne Worte. Einfach nur ohne Worte, Leute. Zum Glück war es der Rote. Zum Glück war es der Rote. Wir verbleiben nur noch mit einem einzigen Babyfuchs, der es dann eventuell lebend zurückschafft. Und diesen, da können wir jetzt noch einen Roten von Reef holen. Aber was ist das denn bitte? Mama Schneefuchs weg. Papa Schneefuchs springt lieber in die Lava. Er dachte, er wäre ein Phönix. Hat festgestellt, er ist doch nicht feuerfest. Was ist hier denn los? So, dann schleppen wir den mal mit. Komm mit, Baby Schneefuchs, dann bist du halt noch der einzig Verbleibende. Aber alles Weitere können wir jetzt bei uns vor Ort machen. Frustrierend. Einfach nur frustrierend. So, Baby Schneefuchs kommt durch. Ich gehe auch mit durch. Aber ganz ehrlich. Das war ja mal mega mies. So, ich habe mal aber erwischt hier. Gut. Wir waren gerade Phantomen, die sind aber gerade auch nicht mehr da. Dann komm mal mit, Baby Fuchs. Von einer harten Reise kommen wir jetzt zurück. Wir haben einen roten Fuchs rübergebracht und mit einem einzigen kleinen Baby weißen Schneefuchs kommen wir zurück. Der Rest der Familie ist draufgegangen. So, und jetzt nur die Frage, wie tüten wir den jetzt am besten ein? Ja, wir verfrachten den... Na, der will zum Hühnchen. Der will zum Hühnchen. Du bist aber ein kleiner Flummi. Boing. Na, ist die Laterne im Weg. Ja. Ich würde mal sagen, ich brauche noch ein Thumbnail für die Folge. Bleib mal da stehen! Ja, ist ja gut, du freust dich, ist ja gut.
lass das Hühnchen da, dein Spiel. Sag mal, der kann doch nicht das Hühnchen wegmachen, ne? Ja, dann komm, ich will dich runter in den Keller kriegen. Jetzt mach's kaputt. Na also. Wurde Zeit, ey. Was ist da los, Leute, hier? Was ist da los? So, und jetzt haben wir nochmal den Babyfuchs. Den schieben wir mal ins Lager runter. Wenn er sich denn schieben lässt. Ah, vielleicht kann ich, kann auch hier ohne sneaken. Vielleicht geht das auch. Zügig. So, komm her. Einmal runter. Dann holen wir uns gleich noch einen roten Fuchs. Der kommt auch runter. Dann machen wir das erstmal ein kleines Gegenwo, die dann einfach in Massen vermehren und dann ist gut. Jetzt geh runter. Nein! Er hat das Rohhühnchen gegessen und kriegt jetzt hier den negativen Effekt. Och Mann, dieser Zombie-Kopf. So, jetzt komm schon. Schieß runter. Schieb! Fall! Fall! Es will dich fallen. Ha, erwischt. Hab ich dich erwischt. So. Das hier ist aber... Das ist eine Tortur, ne? Ich sag's euch, ist einfach eine Tortur. So, dann kommt mal mit hier. Ich habe da bestimmt irgendwo Zäune übrig. Fences, Fence Gates. Wenn nicht, dann crafte ich mir jetzt welche. Ich zäune mal kurz hier einfach ein. Wir machen hier ein kleines Fuchsgiege. Das wird temporär sein. Einfach nur, damit wir halt was haben, ne? So, Fence Gates machen wir einfach mal. Tja, die Sache mit den Zäunen hat sich schon wieder erledigt. So, 42 Zäune. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Tja, Babyfuchs, hier vorne kommt jetzt ein Gehege. Ja, das Gehege wird zwei Blöcke hoch sein. Da werden noch mehrere Füchse dann reinkommen. Ich mach mal 10 Blöcke in jede Richtung für den Anfang. So, und dann ziehen wir hier einmal entlang. So, und dann können wir... Okay, ist sogar schon... Oh, okay, wir haben sogar eingesperrt. Wunderbar. Das Problem bei dieser Laiengeschichte ist einfach... Das Problem bei der Leinengeschichte ist einfach, dass man Tiere nicht einfach anleinen kann. Wenn man dann den Chunk verlässt, dann despawnen die Leinen. So, jetzt, ich habe mir mal kurz eine Beere gegeben. Die mag er nämlich lieber als andere Items. So, und dann machen wir noch ein Fence-Gate hier hin. Naja, ich würde das schon gerne irgendwie mit dir machen. Aber genau da steht jetzt dieser Fuchs. Lauf doch mal weg von hier! Dann mache ich das Fence-Gate halt hier vorne hin. Ich will ja nicht, dass er damit rausläuft jetzt oder so. So, aber Babyfuchs Intus. Jetzt holen wir uns nochmal einen roten Fuchs von Reefed. Und dann gucken wir mal. Und ja, wir werden es auch noch zwei Blöcke hoch machen. Aber kommt noch. Also, ich sag mal so, zwei Blöcke hoch braucht man nur, wenn ein Chicken ausläuft. Dann kann er raushüpfen über den Zaun. Ansonsten hüpft er keine zwei Blöcke hoch. Okay, dann einmal hier jetzt Fuchsies. Ich platziere die schon wieder jetzt auf dem Boden. So, da gibt es den Babyfuchs. Ich nehme einen Erwachsenen jetzt aber mit. Ne? So, Babyfuchs ist da am Start. Dann nehmen wir uns... Aber nicht diesen. Nehme ich mit diesen hier hinten mit, weil der ist noch nicht gepaart worden eben. So. Und den ziehen wir uns mal jetzt hier raus, wenn es geht. Komm her. Der will nicht raus. Okay, pass auf. Warum kriege ich den nicht hier rausgezogen? Sag mal, die Leine reißt doch, bevor der hier rauskommt. Was ist denn hier schon wieder los? Warum kriege ich den nicht hier raus? Was ist denn da los? Warum kann ich den nicht hier rausziehen? Der bewegt sich keinen Zentimeter! Ja, ist das denn normal? So, ich hab'n. Der bewegt sich überhaupt nicht. Hä? Solange ist doch keine Leine. Also bitte.
Ich bin schon hier hinten, die Leine hängt immer noch da vorne. So, wie lange reicht die Leine? Na, kriegen wir die noch ungefähr so 3 Millionen Kilometer über den Erdball? Ich kann die ja mal hier anleihen. So. Ah, Bug, ich relog mal. Ich weiß nicht, ob das hier so richtig ist. Ich glaube nicht. Also rausgekriegt habe ich. Ich schleiche mich auch jetzt an, nicht, dass er gleich wegrennt. Hä? Der ist an einem Zaun angeleint. Das habe ich doch gar nicht gemacht. Tell me more. So, wo ist er? Es hat natürlich die Chance genutzt, um wegzurennen. Gott sei Dank. Oh, jetzt haben wir ihn. Ich wollte gerade sagen, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass das jetzt nicht geht. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Uff. Ja, auf dem Server ist alles irgendwie anders anscheinend. So, gehen wir mal durch, ziehen ihn auch mit runter und dann kann ich auch mit Bären hochpimpen und dann müssen wir gleich noch bei Basti reparieren alles. Also ich mache das Gehege wieder schön, ich gebe ihm Snowlayer wieder hin, dass einfach nichts gewesen ist und er hat noch ein paar neue Füchse jetzt dann auch. Genauso wie den Weg nach unten zum Netherportal, da werde ich dann oben wieder den Block wegmachen und so, damit das alles wieder ist, als ob ich niemals da gewesen wäre. Also ich hatte ihn angeleint, bevor ich zu Basti los bin, aber die Leinen sind ja gerissen, die waren nicht mehr da, irgendwie jetzt schon nach dem Reloggen oder wie? So, dann kommen wir irgendwie hierher, Fuchsi. Ja, kriegen wir wieder mit Wasser hier reingeschwemmt? Nein, so vielleicht, nein. Na, du sollst die andere Richtung, nach hier drüben, nach hier drüben, nach hier drüben. Ja, perfekt. Das ist doch wieder super, okay, jetzt habe ich hier echt zwei Fuchsis. Einen roten und einen weißen und da kann ich mir jetzt alle wieder ranzüchten, die ich gerne hätte. So geht das nach Plan. Der Fuchs ist auch schon erwachsen in der Zwischenzeit. So, dann gehen wir mal hier rein. Komm rein, komm rein. Ja, ja, wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Wir haben beide Fuchssorten jetzt hier drin. So, du und du. Dann macht mal. Ja, genau, hüpf halt raus. Okay, beim Paaren können die anscheinend. Wir machen das Geländer nochmal zwei Blöcke hoch. So. Dich schiebe ich jetzt mal mit hier über die kalten Fliesen. Du störrischer Hund. So, komm, geh rein zu deinem Baby. Laterne ist zu nah am Zaun. Das kann, okay, das kann natürlich auch sein. So. Pass auf, dann machen wir das hier mal weg. Machen wir da mal zu. Machen wir die Laternen weg. Ja, okay. So, dann. Gut, haben wir das? Haben wir das, haben wir das, haben wir das. Gott sei Dank. Hä? Der ist doch schon wieder draußen. Der ist doch schon wieder draußen. Wie ist denn der jetzt rübergekommen? Ich habe die Lampen weggemacht. Ich habe ihn angeleint. Dennoch ist der gerade rübergehüpft. Erzähl mir doch keinen. Dann komm mal her, Fuchsi. So. Bleib da drin. Ich mache jetzt direkt den Zaun zwei Höhe und dann machen wir die Reparatur bei Basti und dann haben wir das. Okay, Leute, also ich bin gerade mal dran gewesen, da wo wir uns runtergebaut hatten. Ups, hier hat noch nichts aufgegraben. Da wo wir uns runtergebuddelt hatten, bei den Aufzügen, die Steine habe ich wieder entfernt, schön gemacht. Ich hatte jetzt keine Fackel dabei, deswegen habe ich eine Seelaterne hingehängt an die Decke, wo die Fackel dran hing. Und ich habe hier Schneelayer mal mitgenommen. Da gehen wir jetzt hin und bauen mal den Rest weg oder so. Dachte mir, packe ich noch mit in die Folge. Nicht, dass am Ende die Stimmen kommen. Nee, du musst dann auch. Ja, 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 mach ich ja, mach ich, mach ich ja. Ich bin auch streng genommen gerade noch im Livestream. Wir nehmen gerade on Stream mal wieder auf. Aber das nimmt mir ein bisschen Zeit ab. Das ist ganz cool. So, da bauen wir die Steine weg. Da machen wir wieder alles zur feinsten Zufriedenheit. Wie es sich's gehört. Ist er überhaupt noch da? Er ist noch sogar noch da. So, da kriegt nochmal neue Füchse. Sage ich ihm gleich mal Bescheid. Gut, so, genauso war alles.
Er hat jetzt hier einen Partner, ne, dass er sich selbst Füchse paaren kann. 50-50. Das heißt, das hat sich schon gelohnt. Ansonsten ist nichts kaputt gegangen. Wir machen hier mit Schnee einfach mal wieder zu. Wir können auch einige Stellen so Double Layer hinmachen, damit das schön wieder aussieht. Okay, dann machen wir hier wieder dicht. So, und jetzt sieht das so aus, als wäre ich hier gewesen, oder? Ja. Dann schreibe ich noch, Hey Basti, bin fertig und hab dir ein Geschenk da gelassen. Er hat jetzt Markus und er hat noch einen anderen Fuchs. So, und alles andere habe ich wieder in den Ausgangszustand zurückgesetzt. Fein. Ja, da würde ich mal sagen, Fuchs, du Ende, ich werde die noch ein bisschen paaren, da habe ich auch ganz viele bei mir zu Hause und so weiter und so fort, so weiter und so fort. Schön. Ich habe ja gesagt, das Video endet, wenn ich Füchse in meiner Base habe. Beide Sorten. Bitteschön. Muhaha. Sehr gut. Und wie es meine, geht's in der nächsten Folge. Bis dann, lasst krachen und tschüss.